Kannst du mich hören? Werde still und lausche. Lehre deinen Geist. Hörst du mich? Spür in dich hinein. Öffne dich. Und nun hör genau hin. Du kannst mich hören. Ist dein Geist leer, frei von Vorurteilen und anderen Einflüssen der äußeren Welt? Hindert dich etwas daran, die Grenzen deiner gegenwärtigen Überzeugungen zu überschreiten? Bist du ungestört und ganz bei dir? Nur wer bereit ist, dem Nichts zu begegnen, ist bereit für eine neue Wahrheit. Schließe die Augen, lausche dem Flüstern meiner Blätter und richte deinen Blick auf das Nichts. Eine neue Wahrheit kann nur in dieses Nichts hinein entstehen. Schenke mir diesen leeren Raum in dir, damit Bilder und Empfindungen entstehen können, die auf dein Herz intensiver und wahrhaftiger wirken als auf den zweifelnden Verstand. Fühle beim Zuhören einfach, was du fühlst. Der nüchterne Verstand klammert sich stets an das, was er kennt und einzuordnen weiß. Das fühlende Herz hingegen ist offen für das Ungesagte. Es macht dir Mut zum Eintauchen in eine andere Wirklichkeit. Vielleicht hast du ein wenig Angst, weil du denkst, dass du die Kontrolle über dich verlierst, wenn du den Verstand ausblendest. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Augenblick, in dem du einfach nur fühlst und dich selbst vergisst, bist du völlig bewusst. Du kennst das, wenn du mit voller Inbrunst in einer Tätigkeit aufgehst. Raum, Zeit und du selbst spielen dann keine Rolle mehr. Da ist nur noch der Moment in seiner ganzen Gegenwärtigkeit und Klarheit. Und jetzt höre mir mit dieser Gegenwärtigkeit und Klarheit zu. Seit fast einer Ewigkeit sind wir Bäume stille Zeitzeugen dieser Welt. Wir erinnern uns noch gut daran, wie einst die Alten und Weisen das wichtigste Wissen an euch weitergegeben haben. Sie haben es euch vorgelebt. In der heutigen Zeit jedoch ist euch so viel Wissen zugänglich, dass ihr kaum noch unterscheiden könnt, was für euer Leben wirklich von Bedeutung ist. Eure Gelehrten spalten die Welt zunehmend in ihre Bestandteile auf. Dadurch werden sie blind für den Blick auf
das Ganze. In der Tat, der Teufel liegt im Detail. Ihr nehmt immer mehr die Rolle des Beobachters ein. Ihr teilt, messt und analysiert. Die Übermacht eurer rastlosen Gedanken übertönt unser unaufdringliches Flüstern, das nur euer Innerstes hören kann. So können wir uns euch nicht offenbaren. Nur euer Herz vermag unserer Beseeltheit, unser Wesen zu schauen. Mit eurem Verstand konntet ihr lange nur Dinge über uns lernen. Doch jetzt wird es Zeit, euer Herz zu öffnen und von uns zu lernen. Ich hoffe, dass dich meine Worte inspirieren werden und du nach dem Zuhören die Natur anders wahrnehmen wirst. Vielleicht wirst du unsere Lebendigkeit nicht mit den Augen sehen, aber du wirst sie spüren. Die meisten von euch sind sich dieser Lebendigkeit nicht bewusst. Schon zu lange habt ihr euch unter das Joch des Verstandes begeben. Aber auch wir sind beseelt. Ihr seid zwar körperlich von uns getrennt, aber nicht geistig. Euer Verstand mag euch dieses Gefühl der geistigen Trennung vermitteln. Aber auch ihr seid aus der Natur geworden. Ihr seid uns Bäumen sehr ähnlich. Der Querschnitt eurer Lunge gleicht unserem Geäst. Wie wir steht ihr aufrecht. Auch ihr seid mit unzähligen Dingen verwurzelt. Manche Menschen sind für euch aus gutem Holz geschnitzt. Andere beschreibt ihr als stark wie eine Eiche. Wenn es dir gelingt, unser Einssein zu erkennen und dich als Teil des Ganzen zu verstehen, kannst du das Wesen, die Lebendigkeit der Natur schauen und in dein eigenes Leben integrieren, um heil zu werden. Vieles in und um euch ist aus dem Gleichgewicht geraten und nicht mehr heil. Das ist der Preis, den ihr Menschen für eure Freiheit und Entwicklung des Ichs zahlen musstet. Aber ihr seid daran gewachsen und könnt nun als freie, verantwortungsvolle Geschöpfe von uns lernen, dieses Gleichgewicht wieder zu erlangen. Klopfe mit Aufgeschlossenheit, Achtung und einem ruhigen Geist an unsere Pforte, und dir soll Einlass gewährt werden.